Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist André, ich bin zertifizierter Hundetrainer und Verhaltensberater und von der Online-Hundeschule deine-hundeschule.com. Das ist mein Hund Monsieur und heute geht es um das Thema 5 Möglichkeiten, deinen Hund zu belohnen und woran du erkennst, was dein Hund am meisten belohnt. So, und wir fangen auch direkt an. Und zwar, woran ihr erkennen könnt, was euren Hund am meisten belohnt. Lacht mich jetzt nicht aus, aber es gibt ein Spiel für die Hundeschule, was wir früher auch öfters, also in meiner Hundeschule, gemacht haben. Und zwar nennt sich das Schwanzwackelspiel. Bei dem Schwanzwackelspiel sieht das Ganze so aus, dass den Leuten erklärt wird, dass es so eine kleine Challenge ist, zum Beispiel, wenn es eine Familie ist. Da ist dann Mama, Papa und 2 Töchter dabei. Und dann gibt man der Familie die Aufgabe, dass jeder den Hund auf seine Art und Weise belohnt. Und dann guckt man hinterher, bei wem der Schwanz des Hundes am meisten gewackelt hat. Früher hat man ja gesagt, ja, wenn der Schwanz wackelt, dann freut sich der Hund. Das ist im Prinzip auch so oder häufig so, aber nicht nur. Generell sagt es eigentlich nur aus, der Hund ist gerade aufgeregt, aber wenn man den Hund belohnt, dann sieht man in der Regel, ob es dem Hund wirklich gefällt, ob er gerade einfach ja, freudig aufgeregt ist oder ob er Stress hat. Das kann man sehr, sehr gut differenzieren, wenn ihr das mal ausprobiert. Also bei dem Spiel geht es einfach darum, dass man anhand der Körperbewegung des Hundes einfach erkennen möchte, was den Hund in dem Moment am meisten belohnt hat. Und jeder versucht das dann anders, zum Beispiel aus der Familie. Der eine spricht mit dem Hund, der nächste rennt mit dem Hund los, der andere benutzt Futter zum Beispiel. Und dann guckt man auf den Hund, wie reagiert er eigentlich auf diese Sachen. Ja, und bei dem, wo der Hund sich am meisten gefreut hat, der hat dann die Challenge gewonnen. Und für euch einfach nur, dass ihr so ein bisschen sensibilisiert werdet, wenn ihr belohnt, wie reagiert euer Hund eigentlich? Das heißt, wenn ihr einfach stumpf ein Leckerchen rausholt und das dem Hund gebt, wie reagiert er dann eigentlich? Sitzt er dann wirklich vor euch und freut sich total? Oder sitzt er einfach nur da und wartet auf das Leckerchen? Wie sieht das Ganze aus, wenn ihr ihm zum Beispiel ein Apportierspielzeug schmeißt? Oder wenn ihr mit dem losrennt oder wenn ihr mit dem sprecht? Es ist sehr, sehr gut möglich, dass ihn das viel, viel mehr belohnt als zum Beispiel das Leckerchen. Und das wissen viele Hundehalter nicht. Die denken einfach, ja, ich nehme ein paar Leckerchen mit, der frisst gerne. Das wird ihn am meisten belohnen. Da gehen die einfach von aus. Und oft ist es nicht so. Und dann kommt eine Komponente ins Spiel, die extrem wichtig ist. Und zwar, dass man den Hund situativ ideal belohnt. Ich habe schon ein paar Mal davon gesprochen in den Videos. Vielleicht hat der ein oder andere das noch nicht gehört von mir. Deswegen erwähne ich es ganz kurz. Wenn ihr zum Beispiel euren Hund aus dem Spiel abruft, dann ist fast immer Futter die schlechteste Lösung, außer es ist ein Labrador. Das heißt, wenn ihr euren Hund aus so einer Bewegung, aus so einer sozialen Interaktion mit anderen Hunden rausholt, wird ihn das viel, viel mehr belohnen, wenn ihr mit ihm zum Beispiel weiter rennt, wenn ihr weiter mit ihm spielt, wenn ihr in der Bewegung bleibt, einfach im Austausch mit dem Hund. Das wird ihm viel mehr belohnen, als wenn ihr dann einfach ein Leckerchen rausholt und sagt, fein, dass du jetzt gekommen bist. Und probiert es einfach mal aus. Versucht mal situativ ideal zu belohnen. Versucht einfach mal die Belohnungen zu mischen und schaut vor allen Dingen darauf, wie kommt das bei eurem Hund an. Und jetzt komme ich zu den Belohnungsmodellen, die ihr nutzen könnt, einfach Variablen zum Futter, weil viele beschränken sich darauf und denken, naja, was soll ich schon machen? Und deswegen heute meine 5 Beispiele, wie man einen Hund belohnen kann. Das erste ist natürlich die Stimme. Ich zeige das jetzt auch mit Monsieur. Wir nehmen einfach ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen mal das Platz. Ich schicke Monsieur jetzt erstmal ins Sitz. Platz. Feiner, super. Das heißt, man sieht jetzt, er ist sehr, sehr aufmerksam. Und man muss einfach gucken, er ist natürlich sehr routiniert jetzt im Training, er kennt das alles. Das heißt, die Reaktionen bei eurem Hund können viel intensiver ausfallen, wenn ihr mit ihm sprecht, wenn ihr gerade eine Übung neu macht zum Beispiel, als jetzt bei ihm. Also ich weiß nicht, wie differenziert er uns diese Sachen zeigt, aber ihr werdet merken an seiner Aufmerksamkeit, wenn ich zum Beispiel gleich das Spielzeug raushole, weil Monsieur ist ein absoluter Spieler, dass er sofort Feuer und Flamme dafür ist und viel, viel stärker darauf reagiert, wie jetzt zum Beispiel auf meine Stimme gerade. Die zweite Belohnung ist Belohnung über Streicheln. Platz. Feiner. Super. Feiner, Monsieur. Gefällt ihm auf jeden Fall, man sieht das. Super. Beim Streicheln gibt es eine ganz wichtige Sache, worauf ihr achten könnt. Und zwar, man sieht das ganz häufig draußen, oft bei Männern, vielleicht auch bei Frauen, aber ich glaube, Männer sind da so eher Kandidaten für, und zwar, die rufen ihren Hund und wollen ihn belohnen und streicheln ihn dann über den Kopf und sagen, fein gemacht, fein gemacht. Und dieses, Monsieur, komm mal her, hier, Platz, super. Und dieses über den Kopf streicheln finden die Hunde extrem doof. Die mögen das überhaupt nicht. Wenn man das eine Zeit gemacht hat oder der Hund ein gewisses Alter hat, dann haben die sich daran gewöhnt, weil das einfach viele machen. Es wirkt nicht mehr ganz so
abturnt auf die Hunde oder für die Hunde, wie das Ganze am Anfang ist. Aber generell könnt ihr darauf achten, wenn ihr den Hund über Streicheln belohnen wollt, streichelt ihm an der Brust hier unten. Das belohnt ihn. Mach Platz, Mischchen. Das belohnt ihn dort am meisten und dann seht ihr auch, dass der Hund nicht dieses Ducken zeigt, dieses Meideverhalten, weil daran erkennt ihr, das mag er gerade eigentlich gar nicht, wenn er sich so einduckt. Und wenn ihr ihn an der Brust streichelt, dann werdet ihr merken, dass er sich eigentlich eher öffnet und dass er das richtig genießt und in dem Fall ist es dann auch eine richtige Belohnung. Also die zweite Möglichkeit, einen Hund zu belohnen, ist das Streicheln. Die dritte Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, ist eine Spieleröffnung. Die ist zum Beispiel extrem wertvoll, wenn ihr den Hund aus dem Spiel mit anderen Hunden herausruft. Damit das langfristig wirklich zuverlässig klappt, ist es sinnvoll, da mit solchen Belohnungen zu arbeiten. Ich schicke jetzt Monsieur einfach nochmal ins Platz, also gleich ins Sitz und danach nochmal ins Platz. Und dann belohne ich ihn für das Platz mit einer Spieleröffnung. Dann guckt er einfach mal, wie er auf mich reagiert, ob ihn das freut. Und wenn ich dann 2-3 Meter gelaufen bin, mehr lässt diese Kamera jetzt hier nicht zu, am Blickwinkel, dann belohne ich ihn nochmal über Stimme und Streicheln, dann seht ihr auch mal, wie ich das Ganze mischen kann. Platz. Fein. Super. Sitz. Platz. Feiner. Also man sah recht schön, dass da auch Lautäußerungen von ihm mit dabei waren. Daran sieht man, dass ihn das auf jeden Fall sehr gepusht hat gerade, dass er aufgeregt war. Und es macht ihm riesig Spaß, mit mir loszurennen. Also es war auch positiv. Man darf es natürlich nicht übertreiben, sonst ist der Hund gestresst. Das seht ihr zum Beispiel daran. Komm mal her. Monsieur, hier. Sitz. Ihr seht das zum Beispiel daran, dass der Hund gestresst ist, wenn er Übersprungshandlungen zeigt. Wenn ich das zum Beispiel mit Monsieur übertreibe, diese Bewegungsreize und ihn hochpusche, dann fängt er an, an mir zu rammeln. Das ist in dem Fall dann eine Übersprungshandlung. Der ist dann so aufgeregt, dass sich das so entlädt, das Ganze. Und dann höre ich natürlich damit auf und benutze andere Belohnungsmodelle und fahre ihn einfach emotional wieder runter. So, die vierte Möglichkeit, einen Hund zu belohnen, ist mit einem Spielzeug. Und zwar habe ich jetzt hier Monsieurs Schwimmspielzeug mitgebracht. Das ist eigentlich so das Größte für ihn, generell hinter Spielzeugen herzujagen. Da flippt er total aus, da muss man auch aufpassen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, womit ihr belohnen könnt. Das heißt, ich schicke Monsieur ins Sitz, ich schicke ihn ins Platz. Fein! Und ich belohne ihn mit dem Spielzeug. In dem Fall jetzt mit Apportieren. Hier! Feiner, aus. Super gemacht. Sitz. Feiner. Platz. Ja, ich denke, man konnte das gut sehen. Also mit einem Spielzeug belohnen, in dem Fall jetzt mit Apportieren, ist eine super Möglichkeit, den Hund einfach zu belohnen. Das kann man auch machen, wenn man den Hund aus einem Spiel mit anderen Hunden rausruft. Nur ganz wichtig, ich habe auch da schon mal ein Video gemacht, dass man Spielzeug generell wegpackt, sobald andere Hunde mit im Spiel sind. Wenn die aber weit genug weg sind und mit sich selbst beschäftigt sind und ihr seid 50 Meter oder 30 Meter, euer Hund muss sich natürlich noch hören, wenn ihr ihn abruft, aber ihr seid einfach weit genug von der Gruppe entfernt, dann kann man auch mit so einem Spielzeug den Hund einfach zum Apportieren schicken als Belohnung. Das heißt, wenn er da hinten in der Hundegruppe gespielt hat, ich habe einen guten Moment erwischt, ich rufe ihn raus, er rennt zu mir, hat sich 20 Meter von der Gruppe entfernt, dann schicke ich ihn einfach noch weiter weg von der Gruppe mit dem Spielzeug und belohne ihn dann für diesen Abruf. Die fünfte Möglichkeit, einen Hund zu belohnen, die ich euch vorstellen möchte, sind Suchspiele, dass ihr euren Hund einfach suchen lasst. Suchen ist für ganz, ganz viele Hunde extrem stimulierend und belohnend. Das heißt, ihr könnt da natürlich auch ein Spielzeug benutzen und ihr übt dann, was ihr gerade übt und als Belohnung schickt ihr euren Hund auf die Suche. Das heißt, ich würde das, was ich den Hund suchen lasse, vorher verstecken und er muss natürlich die Suche können, aber dann spricht nichts dagegen, den Hund einfach als Belohnung suchen zu lassen. Ich verstecke jetzt mal das Spielzeug. Ich habe das Spielzeug jetzt versteckt und ich zeige euch das Ganze jetzt auch noch mal an den Platz. Das heißt, ich schicke Monsieur ins Platz und als Belohnung schicke ich ihn auf die Suche. Monsieur, Platz, Such. Super, komm mal her. Feiner, aus. Fein gemacht. Platz. Ja, das war es im Prinzip auch für heute. Meine 5 Möglichkeiten, einen Hund zu belohnen. Und woran ihr erkennt, was euren Hund am meisten belohnt. Also ihr habt jetzt gesehen, dass ihn das Spielzeug eigentlich sehr, sehr stark belohnt, dass ihn mein Rennspiel sehr, sehr stark belohnt, wenn er hinter mir herrennen kann. Da muss man, wie gesagt, bei ihm auch aufpassen, weil das dann sehr schnell kippt und dann stresst ihn dann irgendwann und dann ist es auch keine Belohnung mehr, wenn das so in diese Negativität rutscht, dass der Hund dann Übersprungshandlungen zeigt. Also was ich total schön finde, wäre, wenn ihr einfach jetzt ja, noch so ein bisschen mehr sensibilisiert seid für diese einzelnen Belohnungen
und dafür, wie sie bei eurem Hund ankommen. Und wenn ihr anschließend einfach diese Sachen noch bewusster einsetzt und im Idealfall situativ ideal einsetzt. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Nächste Woche geht es um das Thema Desensibilisierung. Und zwar, ganz viele Leute machen Fehler, zum Beispiel, wenn die ihren Hund bürsten. Das heißt, die machen das ein paar Mal und dann fängt der Hund an, Meideverhalten zu entwickeln. Der will sich nicht bürsten lassen. Da kann man dann nicht mehr an die Pfoten gehen und so weiter. Und dann melden die sich und fragen, was können wir tun? Weil ganz viele Menschen machen den Fehler, dass sie sagen, der Hund muss da durch und die bürsten einfach weiter, obwohl der Hund ein Meideverhalten zeigt. Und daraus entstehen Riesenprobleme, weil der Hund immer intensiver dieses Meideverhalten zeigt, bis zum schlechtesten Fall hinterher, dass er dann abschnappt und so weiter. Und ich zeige euch im nächsten Video, wie ihr da rangehen könnt, wie ihr aus der ganzen Sache rauskommt, sodass der Hund jetzt am Beispiel vom Bürsten das einfach wieder gerne mag. Wenn das interessant für euch ist, abonniert den Kanal. Wenn ihr noch mehr Praxisvideos von mir und Monsieur sehen wollt, dann schaut gerne mal in meiner Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com vorbei. Dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Monsieur. Feiner! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.